Moin moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Neue Runde LS19, Nordfriesische Marsch. Wirfer-Version am Samstagnachmittag. Jo. Vor dem Livestream heute Abend Match-Map. Und natürlich sage ich es nochmal, morgen Nachmittag ab 12 Uhr, 5 Stunden LS hier auf der Marsch. Es wird wieder einiges passieren. Ich werde das Ganze wieder hier auf YouTube logischerweise auch als Folgen veröffentlichen. Also keine Panik für die, die keinen Bock haben auf Twitch. Kann ich persönlich zwar nicht nachvollziehen, macht aber auch nichts. Man muss ja auch nicht alles verstehen, das ist das Schöne, ne? Finde es ja schade, aber ist dann auch in Ordnung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Völlig, völlig okay. Aber ich werde das Ganze logischerweise weiter als Folgen trotzdem auf YouTube hochladen. Vermutlich werde ich das ähnlich handhaben wie beim letzten Mal. Also eigentlich plane ich ja, das in zwei Stücken hochzuladen. Hat den Vorteil, dass das dann am Montag die erste Folge, sag ich mal, um 15 Uhr kommt. Oder der erste Teil des Streams kommt um 15 Uhr und der zweite Teil des Streams kommt dann irgendwie um 17 Uhr oder so. Oder 18, muss ich mal gucken. Irgendwie so, um und bei. Kann natürlich sein, wenn es technisch wieder nicht machbar ist, dass es drei Parts werden. Oder ne, dass der eine Part ein bisschen länger ist als der andere. Es kommt ein bisschen drauf an. Das kann ich jetzt nicht so genau vorausplanen. Aber das, ich will es auf jeden Fall nicht als ein 5-Stunden-Ding machen. Sondern dann lieber zwei, zweieinhalb oder drei, die, was weiß ich, ne? Zwei Stunden, eine Stunde oder irgendwie sowas. Muss ich mal gucken, wie es passt. Ich hab Bock, will ja richtig was bei den Produktionen schaffen. Die sind in den letzten Wochen, kann man ganz klar sagen, eindeutig vernachlässigt worden. Aber nicht so, weil nach dem Motto auch Langeweile, sondern es war einfach, ne, immer an anderer Stelle mehr als genug zu tun. Und ja, dementsprechend kam ich nicht dazu. Keine Chance. Und da werden wir viel, viel zu tun haben. Und da bin ich natürlich auch wieder, freue mich über Hilfe, logischerweise aus dem Chat. Die dann sagen, die Produktion noch und da noch. Und dann macht doch dies noch. Weil alleine verzettelt man sich, ne? Wenn man sich nicht alles irgendwo groß notiert, irgendwo eine Checkliste macht von wegen so. Hier habe ich alle Produktionen aufgelistet, die ich habe. Und könnte man natürlich machen, ne? Und dann irgendwie farblich so nach dem Motto grün, alles gut. Orange muss ein bisschen was gemacht werden. Rot muss ganz dringend was gemacht werden. Und das so Stück für Stück abarbeiten. Kann man machen, aber es ist auch ganz schön aufwendig. Ne? Aber manchmal, glaube ich, macht es auf der Marsch schon fast Sinn. Ich glaube, ihr könnt auch gerne reinschreiben in die Kommentare, was für ein System habt ihr so? Habt ihr System oder macht ihr so nach Lust und Laune? Oder habt ihr tatsächlich, geht ihr da strukturiert vor? Arbeitet ihr euch von Norden nach Süden durch, von Osten nach Westen? Oder so wie ich, mal so, mal so. Würde mich interessieren, liebe Leute. Und da haben wir doch wieder ein schönes Thema für umfassende Kommentare. Und ich glaube, da gehen die, also kann ich mir vorstellen, gehen die Bereiche auf jeden Fall auseinander. Ne? Der eine macht das so, der andere so. Bin gespannt, wer nachher der strukturiertste ist. Der tatsächlich, es gibt also, glaube ich, doch auch einige von euch, wenn man sich da reinfuchst, die das Ganze dann auch wahrscheinlich sich irgendwie notieren, abchecken, was noch gemacht werden muss, weil ja, es ist ja nicht gerade wenig, ne? Ich habe jetzt nicht die Anzahl der Produktionsstätten mal parat, wo ich gerade sage, ah, warte mal, es sind 17 oder 18 oder 25 unterschiedliche Produktionen. Das ist ja nicht gerade wenig. Ich weiß nicht genau, wie viel es sind. Und ich weiß aber, das ist wohl noch nicht das Letzte. Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber wir sind schon relativ weit oben. Das möchte ich auch, also möchte ich auch so erwähnen. Finde ich nämlich schon. Aber klar, mehr geht immer. Wobei irgendwann vielleicht nicht mehr, aber noch ist auf jeden Fall Ideen vorhanden. Jetzt muss ich nur noch umsetzen. Und Thema Zeit ist natürlich immer noch überschaubar. Aber das wird schon. So, die Ladung Heu bringen wir noch rüber. Dann gucken wir einmal, was die so machen. Ja, ein Matchmap reinschauen lohnt sich auf jeden Fall auch. Beim letzten Mal haben wir ja doch eine ganze Menge von den Zielpaletten ins Ziel gestapelt, so dass Gerd und ich schon ganz gut
vorangeschritten sind und es fehlt ja nicht mehr viel. Also ich glaube nicht, dass wir es heute Abend schon packen. Dafür fehlt noch wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich denke eine Woche, vielleicht zwei Wochen bräuchten wir noch. Dann müssten wir eigentlich, wenn die anderen Teams nicht auf einmal noch ein Ass im Ärmel haben, müssten wir eigentlich das Ding wieder für uns entscheiden. Bin gespannt, aber ich bin da ganz guter Hoffnung. Und wenn es anders ist, dann ist es so, ne? Aber ich glaube nicht. Dafür haben wir schon zu viele Paletten im Zielbereich, was ja auch viel Zeit kostet. Und logischerweise auch erstmal das Geld im Einkauf. Eigentlich können wir gerade dabei sind, noch schnell eine Ladung Stroh, glaube ich, hier hinbringen, ne? Meiner war noch genug Stroh in der Halle und vermutlich könnte man ja meinen, dass wir bestimmt auch noch Stroh hier im Silo haben, oder nicht? Das ist Holz, 215.000, 185.000 Gras. 57 Silage, nicht viel. Ah gut, fast 700.000 Stroh. Deswegen ist es ganz gut, dass wir diese Saison keinen Stroh gemacht haben. Also wir können ja auch mal eine Saison kann man die Lager mal ein bisschen leeren und in der nächsten Saison fängt man dann an, die Lager wieder aufzufüllen. Ups. Nicht unbedingt den hier brauchen wir nicht. Und dann haben wir schon mal eine Produktion ein bisschen beliefert, das ist auch schön. Schnell mal die Seasons Tiere abchecken. Meine. Gut, Futter perfekt. Ja, die können schon bald wieder ein bisschen Mischration brauchen hier am Hof. Schafe wie immer. Die brauchen auch bald mehr Ladung Gras, Heu oder Heupellets. Unser neuer Kuhstall ist gut gefüllt. Hat auch schon 82.000 Gülle. Also zwei Ladungen voll. Also fünf Ladungen hätten wir schon in der Ecke wieder. Wenn wir BGA und die Kuhstelle rechnen. Und das würde ich jetzt auch gleich noch machen, nachdem die Ladung hier bei der Mischfutter angekommen ist. Wenn wir noch mal ein bisschen Silage in die neue BGA reinkippen. Weil die andere hatten wir gesehen, es sind noch gut gefüllt und bei der geht schon wieder bald eine Ladung rein. Da müssen wir aber auch was Neues holen. Da haben wir echt schon eine 500.000 Liter Silage hier weg. Mal gucken, ob wir noch irgendwo größere Vorräte haben. Aber komplett bedienen können wir sie nicht, bis wir hier fertig sind, dass wir hier auch tatsächlich Silage vor Ort haben. Aber so ein bisschen zumindest, ne? Keine gute News. Sind 50 durchstehende Reifen. Aha. Hängt an der Hauswand. Auch schön.
Hat auch nicht mehr viel Kalk. Aber das Feld ist schon deutlich anders gefärbt. Ich glaube, der wollte hier weitermachen. Das passt doch. Ah, ich würde sagen, schafft er nicht ganz heute. Aber schön grün danach das Feld. Der Düngerstreuer arbeitet auch. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir damit anfangen sollten. 45 hat 40 Hektar, hier haben wir 36 Hektar, hier haben wir 37 Hektar auf 46. Man könnte ja theoretisch damit anfangen, ne? Der bringt, also 5 Ladungen können wir ungefähr ausbringen. Dann kommt die Nacht, dann spulen wir eh und über Nacht, wenn wir da ein bisschen Silage noch hinbringen, haben wir ja auch wieder 500.000 oder 300.000 Liter. Ich glaube schon, dass wir noch ein Feld fertig kriegen. Das ist ja auch eine Aufgabe, was man so ein bisschen nebenbei machen kann, ne? Ich will jetzt ja nicht zu viele unterschiedliche Aufgaben wieder anfangen, weil wirklich, es soll natürlich ein bisschen weiterlaufen, aber wichtig sind echt für morgen Produktion, Zentrallager. Mal schauen, was wir so zusammenkriegen. Also machen wir jetzt mal Feld, nehmen wir 45. Gibt es das schon? Nö. Braucht noch nicht mehr lange, dann muss der mal vollgetankt werden. Ich fahre noch bis zur Geraden vor, weil ich weiß, die, ne, ich glaube, ich fange gerade schon an, die Kommentare zu schreiben. Nicht da anfangen mit Cosplay. Wetterfahrt ist auch oben. Okay. Sonst verhakt er sich bestimmt, ne? Dann eher hier anfangen, das müsste eigentlich besser funktionieren. So, 45, 2 Vorgewände, 10%, 36 Meter, scharf. Weiß auch, das wird nicht reichen von dem, was wir aktuell mit da haben, aber wir können auch den Kuhstall nehmen, da können wir zweimal auffüllen und einfach mal schauen, wie viel er schafft. Ne? Das werden wir morgen im Stream auf jeden Fall erleben, weil dann sollte alles leer sein, was da ist aktuell. Dann, ja, sagt mir auch, zum Spulen-Modus kommen wir ja auch. Wir werden auf jeden Fall spulen im Stream und dann die Nacht durchkriegen. Und dann mal gucken, ob da irgendwas Wachstummäßiges passiert. Gülle, 36 Meter. Erster Wegpunkt.
Was? Klappt auch, ne? Perfekt. Sehr schön. Dann wird auch das jetzt nicht mehr ganz so rot, sondern Richtung Orange. Gucken wir mal kurz hier unten. Mal schön ein paar grüne Felder zu sehen, was Düngerstatus angeht. Geht noch, ne? 50% noch übrig vom Dünger. Und hier haben wir jetzt eigentlich einen nahtlosen Übergang gehabt, oder? Ja. Sehr gut. Er kann noch einmal zurückfahren und dann kann man eigentlich in die Richtung weiterfahren lassen. Und dann werden wir auch im Stream vielleicht dran denken, dass wir die sinnlosen Kurse dann hier von 53 und auch vielleicht von 55, von 59 und 61 alles löschen. Und dann nach Bedarf logischerweise, wenn man mal vor Ort ist, neu kalkulieren. Und dann müssen wir auch schon langsam überlegen, ihr hattet das ja auch gesagt, denkt bloß daran rechtzeitig anzupflanzen. Was sagt das Seasons noch? Raps war bisher das ein... Oh, Regen kommt bald. Okay, das ist natürlich morgen Regen angesagt. Das ist ja eklig. Ganzen Vormittag ab Nacht. Wir müssen, naja gut, mal gucken. Hauptsache wir kriegen noch Erntezeitfenster irgendwie. Aber nicht, wenn das den halben Tag regnet. Naja, Prognosen in Seasons sind ja auch immer recht waghalsig. Also Raps ist tatsächlich die einzige Frucht, die ich sehe, die wir wirklich im Boden hauen schon. Meiste andere kommt ja erst dann im zweiten Herbstabschnitt. Hoffe, dass im ersten Herbstabschnitt können wir mit Karotten und Zwiebelernte und so starten. Kartoffeln, Sonnenblumen haben wir nicht, Sojabohnen nicht. Baumwolle, jo. Und Mais kommt auch erst später, glaube ich, ne? Ne, ist auch theoretisch. Mais ist sogar eigentlich schon in der Erntezeitfenster. Und wir haben ja... Eigentlich können wir schon häckseln, oder? Ich das falsch? Naja, passt eigentlich nicht in den Zeitplan, die Leute. Das ist wenn sie sehr andere Idee. Aber wir haben ja Häcksler doch, die auch in diesem grünen Status, Wachstumsstatus vom Mais und häckseln können, ne? Auch nicht zum Hof fahren, das war ja auch keinen Sinn. 10,50 durch den Reifen, ist er schon wieder in die Wand gefahren, was macht er? Das gucken wir uns noch an und dann sehen wir uns gerne natürlich morgen im Stream wieder, liebe Leute, ab ca. 12 Uhr. Aha. Nicht die Wand, der Graben ist es schuld. Ich glaube, eigentlich sollte der ja auch Kalk jetzt mal auffüllen fahren, ne? Aber so wenig wie der hier noch hat. Habe ich hier denn nur ein Vorgewende oder ging hier nur ein Vorgewende, weil einige Ecken zu dünn sind? Nur schnell leer machen, dann können wir den direkt zum Auffüllen schicken und so weiter. Bevor ich den jetzt aber dahin fahren lasse, das machen wir dann auch erst morgen. Ich gucke aber, ob wir mich, also vielleicht kann ich mich dann noch daran erinnern, dass ich sage, ja, doch. Mit 21.000 Liter Kalk lohnt es nicht wirklich, den hier hinzuschicken. Das heißt, wir schicken ihn zum Hof und lassen ihn einkaufen. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich freuen, natürlich, wenn ihr heute Abend dabei seid und morgen dabei seid. Vielen, vielen Dank nochmal. Bis dann und tschüss.